So, Taschen, liebe Eob Ami. Oh Mann, ich muss mich erst an die neue Begrüßung gewöhnen. Und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo zu den Streams zu dem Stream heute und zu den Stream am 15.8. Und ich mache mir mal das Mikro noch gerade runter. So. Es geht darum, die beiden entfallen leider. Oder beziehungsweise müssen leider ausfallen. Grund dafür ist, dass ich von den langjährigen Kunden Aufträge fahren müsste und das auch natürlich tue. Ist ja schließlich so, dass die, wie schon gesagt, langjährige Kunden von mir sind. Oh, jetzt haben wir richtig schönen roten LKW. Schön, das ist schon mal das Erste. Ich habe mir, wie schon gesagt, die fallen beide aus, definitiv. Kann ich leider auch nicht anders machen, weil heute muss ich zum Beispiel jetzt dann auch ziemlich bald los. Und auch an die anderen, sag ich mal, Zeitpunkte ist es eben auch so, dass es einfach leider aus zeitlichen Gründen nicht funktioniert. Schade, aber leider, so schade das auch ist, aber ich kann es leider nicht ändern und diesbezüglich müssen die leider ausfallen. Ja, dann zum Zweiten, ihr seht selber, gestern waren diese Anhänger zum Beispiel noch nicht da, die ich jetzt hier habe. Wir haben jetzt hier auch Schwerlastanhänger, die werde ich jetzt mir mal einen kaufen. Damit ihr auch da mal Bescheid wisst, beziehungsweise, dass wir das mal sehen, Schnelleinsatzkran L1. Ja, ich denke mal, dass das dieser Riesenkran ist, von dem der Kollege immer die ganze Zeit gesprochen hatte. Den werden wir uns jetzt auch mal hier alles kaufen. Ich denke mal, ihr werdet es auch im Hintergrund hören. Es gibt ein bisschen TS-Probleme. Dann demnächst übrigens auch noch dazu. Wir haben jetzt hier mehrere Scanias, die ich jetzt gekauft habe, und einen richtig fetten, großen Mobikran, den habe ich jetzt auch gekauft. Jetzt seht ihr es hier, wir haben hier einmal diesen übelst riesen Schwerlastanhänger. Und ich weiß gerade nicht, wo der Kran jetzt hingeliefert worden ist. So, dann gehen wir mal kurz zur Firmengelände. Lassen wir uns mal zum Firmengelände transportieren. Müssen wir mal gucken, welcher Kran ist das? Ich glaube, das ist der hier. Oder ist das der? Nein. Das dürfte dann. Ah, da haben wir den. Da hinten ist er, der große Kran da. Und des Weiteren muss ich mal zeigen, leider ist das Ding zwar ein bisschen verbuggt, aber zumindest trotz allem, man sieht ein bisschen was. Ihr seht, das ist das riesen Ding hier. Ist eine Mod. Und da seht ihr es, da ist ja von hier das Ding ein bisschen verbuggt. Aber vom Prinzip her ist dieses Ding richtig hammergeil. Also es ist ein richtig Hammer Fahrzeug, wenn ich das jetzt zurücksetze. Mal schauen, wo der jetzt hingepackt ist. Jetzt ist irgendwo darüber gepackt, der Haken. Wo ist denn jetzt hingepackt? Ah, jetzt passt er. Ja, das seht ihr, ein richtig fettes Ding hier. Ein richtig fetter Mobikran. Das wiederum ist dieser Mobikran, der überbietet alles. Also. Der überbietet, krass gesagt, der überbietet wirklich sogar da hinten den Kran. Das werden wir jetzt auch gleich mal ausprobieren. Wir fahren jetzt mal mit Absicht dahinter zu den Kran. Und fahren ihn mal aus. So viel Zeit müsste eigentlich noch sein. Ja, das geht.
müsste zeitlich noch hinhauen. Danach müssen wir leider schon wieder Schluss machen, weil ich nämlich dann mich fertig machen muss und dann schon wieder los muss. Weil mir jetzt die Zeit im Nacken sitzt. Ich habe mir übrigens jetzt auch für dieses Spiel alle DLCs gekauft, also alle Erweiterungen. Deswegen habe ich auch zum Beispiel da diesen roten MAN-LKW und diesen extrem hohen Kran da. Und den Mobi-Kran, das ist eine Mod. So. Dann gehen wir mal in den Kran-Modus. Und ihr seht, das Ding geht schon mal vom Prinzip her ein bisschen langsamer hoch, weil das einfach so extrem riesig ist. Man merkt auch, dass ich Mods drin habe, dementsprechend leckt das ein bisschen. Dann tun wir gleich mal hier ausfahren. Das wäre jetzt aktuell die Höhe von dem Kran. Wir sind noch nicht komplett ausgefahren. So, jetzt sind wir komplett rausgefahren. Ihr seht, das ist ungefähr die doppelte Höhe von dem Kran. Man hat ja richtig schön übelst weite Aussicht jetzt. Also ihr seht selbst, ein heftiges Teil ist das. Also mit dem kann man richtig hoch Kranarbeit machen. Und wo ist das jetzt? Ach. Nee, da ist er doch richtig. Ich dachte schon, das ist wieder in die Erde gebackt. So. Ja, mal so viel zu diesem extremen Mod hier. Also das ist echt heftig, wenn man anschaut, da drüben steht ein kleiner normaler Mobikran. Dann halten wir haben zwar noch einen größeren Mobikran, den gibt's auch, aber der ist jetzt noch nicht gekauft worden. Jetzt muss ich halt bloß mal gucken, weil ich muss natürlich auch LKWs für die Leute bereitstellen, die nicht die entsprechenden DLCs haben. Und ich muss aber auch gleich, er will aber zeitgleich, ich werde für mich dann diesen roten weiterhin da lassen, weil das ist einfach ab sofort der EOP-LKW sozusagen. So, soviel zu diesem wunderbaren, richtig geilen Teil hier. So, ja, wie schon gesagt, zu den Streams nochmal, die fallen beide aus. Ich habe es euch genannt am Anfang des Videos, falls ihr natürlich die verstanden habt, sage ich es jetzt einfach noch einmal. Der heutige Stream fällt eben aus und auch am 15.8. der Stream fällt aus. Und es kann sein, dass am Mittwoch, den 9.8. und den Mittwoch, den 16.8. die Streams etwas verspätet losgehen, weil ich da eben auch tagsüber für den Kunden unterwegs bin und ich nicht weiß, wegen Stau, Vollsperrung und so weiter, was es da alles gibt. Aber die beiden, also Mittwoch, die finden statt an die beiden Mittwochs. An den Dienstag und eben heute muss leider ausfallen, weil ich da eben für den Kunden unterwegs bin. Ich hoffe, ihr habt damit für Verständnis. Falls ihr neu seid, würde ich mich natürlich weiterhin über Abos und Support freuen. Ihr könnt natürlich meine Videos auch gerne teilen, verbreiten und so weiter. Ehrlich gesagt, danke, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Das Special werde ich wahrscheinlich im Laufe der Woche auf jeden Fall noch bringen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.